Der weltgrößte Holzräuchermann wurde in Saifen wieder abgebaut. Dem Besitzer blutete das Herz. Ja, es tut mir eigentlich leid, aber habe ja keine andere Wahl und wird es eben gemacht. In Ullersdorf feierte man wieder das Erntefest. Wettbewerblich schwang man wieder die Sensen. Einer war dabei nicht ganz zufrieden. Die Sense habe ich schon zum zweiten Mal genommen heute und dabei wurde bestimmt geworden. Und da fehlen zwei Züge dann hinten aus. Das Hospiz Oederan feierte 10-jähriges Bestehen. Grund genug, um noch einmal zurückzublicken. Vor 10 Jahren gab es Menschen, die meinten, das, was ihr vorhabt, ist überhaupt nicht machbar. Und es gab eine Handvoll Menschen, die haben einfach gemacht. Das Oktoberfest in Heilsbrücke stand an. Das gibt es schon seit 26 Jahren, wie uns der Bürgermeister erzählte. Wir sind den Gründungsvätern dieser Veranstaltung natürlich sehr dankbar, dass sie damals vor 26 Jahren die Idee hatten und den Mut, das auf die Beine zu bringen. Im Fußball kam es zum Derby Lichtenberg gegen Brand Erbesdorf. Am Ende triumphierten die Brander mit 1:0. Freiberg feierte wieder sein Herbstfest. Erstmalig kam es dabei zu einem dicht umlagerten Bockbieranstich. Das Freiberger Bockbier ist traditionell ein sehr süffisches, aromatisches und Karamellmalz betontes Bier. Das liegt daran, dass es mit speziellen dunklen Röstmalzen eingebraut wurde. Und das macht den Unterschied aus. Und ein Freiberger Bockbier wird länger gebraut, lagert länger vor der Gärung und damit ist es, wird es intensiver und aromatischer im Geschmack. Na dann, Prost! Bei der Narva in Brand Erbesdorf wurde ein sogenanntes Schutzschirmverfahren auf den Weg gebracht. Saxo Isotherm leitete das Insolvenzverfahren ein. Auch Oederan feierte ein Oktoberfest. Das kam an. Sehr schön, dass vor in Orten mal was losgelassen wird, dass die Leute mal Möglichkeit haben, zu entspannen, Kultur zu genießen. Ist wunderbar. Der sächsische Hüttenknappschaftsverein traf sich in Freiberg. Es ging um Tourismus und Kultur sowie die Einbindung der Jugend. All diese Punkte sind natürlich etwas, wo der Beirat auch etwas zu beisteuern kann. Und der Beirat wird sich dieser Entwicklung des Landesverbandes stellen und auch mit dem Vorstand gemeinsam dort diese neuen Entwicklungslinien der Pflege des Brauchtums in unserem Lande weiterentwickeln. Fahrräder mit Hilfsmotor, im Volksmund Hühnerschreck, konnten in der Region Senftenberg bestaunt werden. Die Namenserklärung lautet wie folgt. Die Gänse und Hühner, die auf den Straßen und Plätzen rumliefen, die waren gewöhnt, dass die Leute mit dem Fahrrad kommen. Und auf einmal hat das Fahrrad geknattert und da sind die Hühner und die Gänse auseinandergesprungen wie verrückt, wenn da auf einmal ein Fahrrad mit Motor kam und Krach gemacht hat. Und da kam so aus dem Volksgebrauch der Name Hühnerschreck. Wobei das auch ein bisschen variiert. Im Oberland hieß es dann Pferdeäppelzerstäuber und so verschiedene Sachen gibt es über Deutschland verteilt noch unterschiedliche Sachen, wobei der Name Hühnerschreck am meisten verwendet und bekannt ist. Wir stellten das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Freiberg etwas näher vor. Wir sind im künstlerischen Bereich, im naturwissenschaftlichen Bereich, im sprachlichen Bereich und im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich profiliert. Was bedeutet das? Das bedeutet erstmal, dass die Schüler ab der Klasse 8 bis zur Klasse 10 in der Woche 3 Stunden Unterricht nur in diesem einen Profilfach haben. Auf Verwunderung stieß die abgeschlossene Sanierung der Flüchtlingsunterkunft in Brand Erbesdorf. 1,9 Millionen Euro wurden verbaut, aber die Einrichtung nicht in Betrieb genommen. Wir beschäftigten uns mit der Geschichte der Freiberger Poststraße. Historistische Gebäude in Backstein auf der einen Seite und eigentlich spätklassizistische Gebäude auf der anderen Seite, dort wo die geraden Hausnummern liegen. Ist die Poststraße, wie sie sich jetzt darstellt. Die Hobby- und Vereinsausstellung lockte wieder mal nach Brand Erbesdorf und viele, viele kamen. Auch diese XXL-Pyramide konnte bestaunt werden. Ich bin doch zum Ultramer Treffen hierher gekommen, weil ich da ja war vor, zu meinem Ultramer Treffen. Und da hat man mir das empfohlen, da mal herzukommen, um mal auszustellen. Die Freizeitmesse 50+ hatte wieder allerhand Interessantes für Senioren zu bieten. Man muss sagen, es sind eigentlich 2 Generationen. Wenn man jetzt von 50 bis 100 schaut, kann man eigentlich von 2 Generationen sprechen.
Und die Gäste werden immer älter, immer mobiler, immer aktiver. Und dafür ist eigentlich die Messe auch da, dass man sich Anregungen für die Freizeit suchen kann, für seine Gesunderhaltung, für den Sport, fürs Vereinsleben. Und es wird auch immer sehr, sehr gut angenommen. Becker Hertig aus St. Michaelis eroberte mit einem besonderen Stollen den Freiberger Christmarkt. Der Bergmannstollen wird nach alter Tradition in sorgsamer Handarbeit gefertigt. Er zeichnet sich durch einen hohen Fett- und Früchteanteil aus. Nur ausgewählte Rohstoffe kommen zum Einsatz. Narva in Brand-Erbesdorf plante, 250 Arbeitsplätze abzubauen. Dieser personelle Einschnitt wäre notwendig, um das Überleben des Traditionsunternehmens zu sichern und zukunftssicher aufzustellen. Die Wohnungsgesellschaft Brand-Erbesdorf beging ihr 25-jähriges Bestehen. Die Wohnungsgesellschaft als größter Wohnungsgeber hier in Brand-Erbesdorf mit 1400 Wohnungen besteht schon seit vielen Jahrzehnten, seit der Wende in der Form der GmbH als 100%ige Gesellschaft der Stadt Brand-Erbesdorf. In dieser Zeit wurden viele Wohnungen in unserem Bestand saniert. Wir haben viele unserer Mieter in den Jahren begleitet. Die Firma Erznet bringt immer mehr Gemeinden unserer Region mit ihrem Breitbandausbau schnelles, preiswertes Internet. Die Weihnachtsmärkte unserer Region verkürzten die Zeit bis zum Weihnachtsfest wieder mit ihrer Gemütlichkeit. So verschieden sie auch waren, eines hatten sie gemeinsam: Es fehlte der Schnee. Zum 27. Mal eröffnete in Freiberg der Christmarkt seine Pforten, wobei sich der Oberbürgermeister als Adventsfan bekannte. Es ist schön. Endlich geht der Weihnachtsmarkt los. Auch wenn das Wetter noch ein bisschen kälter sein könnte und der Schnee vielleicht auch noch kommt. Aber ich freue mich, dass Sie alle da sind und dass wir uns heute hier gemeinsam in den Advent einstimmen. Die Lichtenberger Bürgermeisterin Steffi Schädlich fasste die Adventszeit so zusammen. Es ist nun wieder die schönste Jahreszeit im Erzgebirge angebrochen. Es wird überall gelichtelt, es wird ein bisschen geräuchelt, es wird gebacken, überall riecht es lecker. In Dorf Chemnitz stand ein riesen Adventskalender im Mittelpunkt. Der Weihnachtsmarkt mit dem Öffnen des Adventskalenders ist gewachsen in den letzten Jahren. Zum Brander Stollenmarkt konnte man sie hören, die erzgebirgische Mundart, welche gerade in der Weihnachtszeit so heimelich klingt. Wenn die Mutter mit dem Hader fix durch alle Stuben läuft und die Kinder und der Vater Ball in Wassertrasch ersäft. Wenn die Kinder um halb achte pinklich waren im Bett gebracht. Wenn der Rubrich tut erscheine und der Kuhhaus wird geschlacht. Die Frauensteiner hatten einen ganz besonderen Weihnachtsbaum. Er hat nämlich zwei Spitzen und die symbolisieren ganz fein das Rathaustürmchen von Zell und von Frauenstein. 25 Jahre besteht die Städtepartnerschaft schon. Tolle Freundschaften sind dabei der schönste Lohn. In Mulda wurde es sogar rockig. Immer bloß für Sonntags, Samstags, 3 Stunden die Bühne aufbauen, ist auch viel Arbeit, haben wir gesagt. Um den Auftritt zu verschaffen, wenn wir immer die Bühne aufbauen, nutzen wir die 2 Tage und somit haben wir praktisch die Idee gehabt, die Muldauer Rockweihnacht ins Leben zu rufen. Hoffen und wünschen, dass es gleich eine Traditionsveranstaltung wird. Der Oederaner Weihnachtsmarkt hatte mit der Eislaufbahn und den Eisbadern 2 Sachen zu bieten, die es woanders so nicht gab. In Rechenberg-Bienenmühle kannte der rote Geselle sogar das Regionalfernsehen. Ich dachte schon, die Sonne ist aufgegangen. Was ist denn hier? Da steckt wohl eine Kamera dahinter. Im Licht kann ich Kanal 9 lesen. Hoho! Der Weihnachtsmann grüßt alle Zuschauer von Kanal 9. Mittlerweile in ganz Sachsen. In der Adventszeit gab es im Freiberger Ratskeller ein Weihnachtsessen für Bedürftige. Die Sache ist eigentlich geboren, weil wir gemerkt haben, dass es eben viele Bürger der Stadt Freiberg gibt, die leider Gottes sehr mittellos sind und denen natürlich nicht mehr viel bleibt. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir die Leute mal unterstützen. Kurz vor Weihnachten ist es, denke ich, eine gute Geste. Und das haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht. Und dieses Jahr wird es das zweite Mal, diesmal zum Nikolaustag. Der Elternrat des Freiberger Geschwister-Scholl-Gymnasiums machte mit verschiedenen Aktionen auf den Lehrermangel in vielen Bildungseinrichtungen aufmerksam. Unser Anliegen war sozusagen, die Thematik Lehrermangel mal etwas
sozusagen auch den Bürgern bekannt zu machen, die nicht direkt, weil sie ein Kind an der Schule hier haben oder an einer Grundschule oder an einer Oberschule hier in Freiberg, sozusagen die Thematik mal etwas näher zu bringen und aufzuzeigen, was wir eigentlich für Probleme sozusagen mit dem Lehrermangel aktuell hier in Sachsen haben. Das alte Kaufhaus am Brander Markt wurde einer neuen Bestimmung zugeführt. Der Pflegeservice Reis betreibt dort eine Einrichtung für betreutes Wohnen. Nach ca. 6 Jahren Planungs- und Bauzeit ist heute der Tag gekommen, wo wir, wie es im Stadtmund hieß, diese hässliche Baulücke mit einem wunderbaren Haus bestückt und bebaut haben. In Uederan geht man in Sachen Altbausubstanz und deren Sanierung neue, innovative Wege. Also die Nahwärmeinsel, das ist im Prinzip ein Lösungsansatz für unseren Altstadtbereich, um im energetischen Sektor für die vielen einzelnen älteren Häuschen eine Lösung anzubieten, und zwar in der Form, dass man die Fordernisse der NF, also Energieeinsparverordnung, mit so einem komplexen Vorhaben und einer zentralen Beheizung viel besser bewerkstelligen kann.